Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2015. Und wieder mal dabei ist das Smoker. Servus. So, ich werde mal hier den Trecker. Jetzt bin ich raus. Die Sämaschine, Quatsch, die Saat zum Bahnhof fahren. Jetzt habe ich's. Nicht so Saat. Quatsch, unsere Ernte. Oh. Na, warte nun, entscheid dich mal. Ach, die Zuschauer wissen schon, was ich meine. Meinst du? Ja, Doch, wie ne. du dich verhasst bist, dass du die Zuschauer jetzt verwirrt. Ach nein. Na doch. Schreibt's in die Kommentare, ob irgendjemand verwirrt ist oder nicht. Und wenn ich dir das als Kommentar schreibe, das wird definitiv darunter stehen. Da musst du auch mein Video, unter meinem Video muss es dann sein. Ja, klar. Weil das sieht ja ein bisschen komisch aus, wenn du deine Frage, also meine Frage, in deinem Video beantwortest. Wieso? Ja, das kannst du Kann jetzt ich gleich das überhaupt beantworten. bei. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, kann ich überhaupt selber Kommentare unter mein Video schreiben? Da habe ich noch gar nicht versucht. Ich auch nicht. Ich hab's beantwortet, ja, manche Kommentare. Ja, Ich aber antworten ist ja. lese Ja. mir zwar alle Kommentare durch, aber wenn ich jedes Kommentar beantworten würde, bräuchte ich eine Sekretärin. Ich habe ja keine. Aber Smoker hat ja eine. Ui, jetzt war aber ziemlich rutschig. Ja, wer zuerst kommt, wollt zuerst. Na toll. Aber naja. Aber selber einen Kommentar schreiben habe ich noch gar nicht versucht. Ich auch nicht. Muss man machen. Das sähe aber, glaube ich, auch komisch aus, oder? Ja. Wir kriegen wieder langsam Geld. Schön. Na dann, Roro, dann kannst du ja jetzt kaufen, wa? Warte, ich bin noch nicht fertig mit Verkaufen. Na, verkaufen wir schneller. Ich muss noch einen Zug auch noch wegschicken. Ach Mensch, Roro. Das Ding ist voll, das Ding ist voll. Zug losschicken. So. Wer schneller? Ich oder der Zug? Ich, oh, ich muss abbiegen. Bah. Und der Hänger beruhigt mich fast. Da kann ich ja den Trecker gleich wieder hochfahren zu dir, ne? Mach mal hin. Ja, Ich kann hier nie abernten, wieso denn? weil das Maschinchen voll ist. Ich bin doch schon unterwegs. Sehe ich nichts von. Mensch, Horror, du warst schon mal schneller, weißt du das? Ey, ich hab schon 1000 PS an den Arsch. Hast du wieder meinen Traktor geklaut, hä? Na, ohne den kann der kann das sonst nicht alles ziehen. Selbst der wird mit Fallenhänger schon fast ein kleines bisschen langsamer. Oh, da unten Berghoch. steht auch noch der LKW. Ja. Wieso bist du nicht mit dem LKW unterwegs? Weil ich, weil die anderen Anhänger voll waren und die wollte ich erstmal entleeren. Oh, diese Ausreden. Ach, das sind keine Ausreden. Ja, hier bin ich doch schon. Das Strom muss ich auch Bitteschön. noch machen. Wo willst du hin? Bleib doch mal stehen. Ja, zum LKW. Ich denke, oh Mensch. Warum bin ich jetzt rast? Damit du mal wieder arbeitest. Ich arbeite immer. Junge, Junge, Junge. Hört er das? Ich werde nur gejagt. Und dann heißt es, ich mache nichts. Dann machst du ja auch nicht. Das ist doch. Also hättest du ja nicht gesagt, warum du jetzt so gerast wärst. Sonst wärst du bestimmt noch ausgestiegen und hättest Blümchen gepflückt oder sowas. nein. Ich hätte Mittagsschicht machen können. Wollen wir das lieber die Observina? Nein. Wenn ich Blumen pflücke, ja, bin ich ja munter. Ja, das machst du doch schon im Schlaf. Und wenn ich Das ist doch geübt drin. schlafe, dann schlafe ich. Ich kann doch nicht schlafen und arbeiten. Das passt doch nicht. Doch, das geht. Oh, wie bist denn du hier vorne, sag mal? Junge, Junge, Junge.
Ich werde Schnee arbeiten lieber. Weil die so ungünstig platziert, der LKW. Jetzt muss ich erstmal wieder querfeld einfahren, damit ich wieder bei meiner Linie bin. Wieso? Ich habe ihn doch nur an der Seite hingestellt. Du kannst. Aber falsch an der Seite. Du kannst ihn da auch umparken. Wieso falsch an der Seite? Auf der falschen Seite. Wieso falschen Seite? Weil ich die auf der anderen Seite hätte gebraucht. Na, ja, dann parken doch um. Kann ich nicht, ich muss ja mit dem Mähdrescher fahren. Ich muss ja arbeiten im Gegensatz zu dir. Ich habe ja auch keine Zeit. Du hast doch immer Zeit. Ich muss hier Stroh einsammeln. Ah, du, deine Ausreden schon wieder. Keine Ausreden, der ist schon wieder überhalb voll. Wenn ich mal irgendwann mal hier fertig bin, hier im Kreis fahren. Was ist dann? Dann ist das Pferd fertig. Eventuell. Ja. Wird nur schwierig bei deinem Tempo. Ich arbeite wie der Wind. Warum liegt da hinter mir noch Stroh? Da war ich. Also ganz ehrlich, da ist der Wind schneller als. Nein. Oh doch. Es ist nur Windstille. Ach. Ah, Windstille heißt also bei dir auch in die Arbeit. Mhm. Nein. Du sagtest gerade, du arbeitest wieder Wind. Und da du ja gerade gesagt hast, es ist Windstille, machst du ja gerade. Nein, der Wind bleibt erstmal da, wo er ist. Na, der Wind macht nichts. Ja doch. Beziehungsweise du. Ich arbeite immer. Du sagst, du arbeitest wieder Wind, aber es ist gerade Windstille. Arbeitest du ja nicht. Doch. Kann ja sein, dann kann ja auch keine Windstille sein. Dann müsstest du aber eigentlich schon hinter mir schon lange den Strom mit eingesammelt haben. Kennst du das Sprichwort Ruhe vor dem Sturm? Bei dir ist es eher ein Lauslüftchen. Oh. Da täuscht du dich gewaltig. Ja. Oh doch. Hier liegt doch immer noch Stroh. Ja, das sammelt doch ein. Wie soll ich das einsammeln, wenn ich im Mähdrescher sitze? Was ich doch nicht. Mach dir einen Kopf. Und die Gerste abdreschen. Dann mach dir einen Kopf. Noch einer? Nee, das sieht doof aus. Obwohl, wenn ich jetzt zwei Köpfe hätte, könnte ich dich doppelt so oft ärgern. Ist auch gut. Ja, ist eine gute Idee, Rojo. Ich versuche mir demnächst mal noch einen Kopf wachsen zu lassen. Los nicht. Na, jetzt auf einmal nicht mehr. Nein. Gerade sagtest du noch, ich soll mir einen Kopf machen. Du musst dich schon entscheiden, was du willst. Ach nee. So, ich werde jetzt gleich wieder Stroh verkaufen. Alter! Wieso will denn der jetzt die abladen? Manuelle Ablade will ich nicht. Wie, was abladen? Doch, manuelle Ablade gestellt. Voll Schokolade. Du machst das. Nee, ich nicht, der Mähdrescher. Meinst du? Mhm. Oh, hier liegt immer noch ein Haufen Stroh. Ja. Ich dachte, du wolltest das mal einsammeln. Ja.
bin schon dabei. Ja, so viel zum Thema Windstille. Los geht es. Vielleicht hat der Case doch noch nicht so richtig Kraft hier. Der ist ein bisschen schwach aus auf der Brust. Der arbeitet so wie du. Hm. Ach ja. Nee. Laues Lüftchen, wenn überhaupt. Ist das so? Hä? Wie? Das war's schon. Ja, so. Wie? Das war's. Wenn warum nicht? Weil ich mich nicht gerne wiederholen. Doch, das machst du doch immer gerne. Komm, mach es für mich. Bestimmt. Warum nicht? Oh. Weil das komisch klingt, mach es nicht. Ach ja. Oh, du bist schon komisch. Ich ja. Aber nicht so haha komisch, sondern schon so merkwürdig komisch. Wie komisch? Nur so merkwürdig komisch. Komisch halt. Merkwürdig. Und nie haha komisch. Das muss mir jetzt näher erklären. Wenn du älter bist. Wie alt noch? Noch viel, viel älter als jetzt. Ich weiß, du hast einen Urknall miterlebt, du bist auf den Sauriern geritten, aber da musst du noch ein bisschen älter werden, Robo, bevor ich dir das erkläre. Wie alt ist alt? Ja, das ist relativ, kommt noch an, wie reif du bist. Ich bin immer reif. Naja, in deinem Fall eigentlich schon Fallobst. Hm? Egal. Also bin ich da alt genug? Nee, noch nicht ganz. Muss noch gären. Wann ist bei dir alt? Alles, was älter ist als ich. Also bin ich alt. Nee, du bist schon Asbach uralt. Naja, also bin ich alt genug. Noch nicht ganz. Hä? Nee. Ich denke, ich bin Asbach uralt. Jo. Ja, also muss es doch irgendwie dann alt genug sein. Nee, noch nicht. Das dauert bei dir. Ja, wenn ich aber uralt bin, uralt ist doch älter als alt. Ja, nee, nicht ganz. Was gibt's denn da noch für eine Steigerung? Ach, man kann doch alles steigern, genauso wie faul. Steigere mal, mach mal die Steigerungsform von faul. Faul, fauler am faulsten. Ganz, ganz falsch. Nee. Ganz, ganz falsch. Und zwar die Steigerungsform von faul geht so. Faul, ja. Stinken faul. Zu faul zum Stinken. Und das ist die Steigerungsform von faul. Also ich bin immer hoch motiviert. Ja, ich bin immer hoch motiviert, nichts zu tun. Naja, das ist ja doch schon zu faul nur, zum Stinken. Nur, das klappt immer nie, weil ich immer was mache. Genauso wurde ein Eierschau gezählt. Also bin ich nicht faul. Wiederum. Nase, Bohnen und Eierschau zählt aber nicht darunter, wo. Boah, willst du das wissen, dass ich das mache? Hä? Du hast halt die alle Kameras bei dir im Zimmer gefunden. Ja, doch. Das sind nur Fake-Aufnahmen. Das hast du gar nicht mitbekommen. Nee, das sind keine Fake-Aufnahmen. Doch, sind's. Hab doch gesehen, wie du versucht hast, die Aufnahmen zu manipulieren. Ja, was denkst du, was ich... Das habe ich ja so gemacht, dass du das so siehst, weißt du? Ja. Ich bin doch nicht dumm. Und Pläte sogar auch nicht. Und alle...
Und alle Kameras in deinem Auto hast du auch noch nicht gefunden. Oh doch, die habe ich erfunden. Hm. Nein. So wie die in deiner Dusche. Ja, die erst recht. Die habe ich gleich den ersten Tag erfunden. Aber nicht alle. Das waren Elfen hier. Du musst eigentlich einen Haufen Knete haben, so viele Kameras, die wieder waren. Ja, ich bin gut. Da war ich was verkehrt. Der war so schlecht. Oh ja. Ja. Wir sind am Folgenende. Ja, ne? Mal wieder. Ja. Also, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann macht doch ein Like oder schreibt etwas in Kommentare oder abonniert uns, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Würde uns freuen. Hashtag Rochus. Was? Nein, ich bin nie faul. Okay, bis denn dann. Tschüss. Tschüss. Nein, nein, nein.